Campingfinale. Thomas ist von seinem Platz und vor allem von sich überzeugt. Wir sind mitten in der Natur, ein wunderschöner Fleck Erde. Die Konkurrenz entdeckt aber ganz schön viele Schönheitsfehler. Gibt's heute die Rache für Thomas' Kritik der letzten Tage? Schließ dich ab. Gut, dass ich Gummistiefel anhab. Nicht das einzige Problem. Wackelt ein bisschen wackelig, ne? Der Spielplatz geht gar nicht. Thomas teilt weiter munter aus. Die Gönner, gehe ich mal von aus, dass du hässlicher Vogel das bekommst. Ja. Also wenn wir normale Gäste gewesen wären, dann wäre ich aufgestanden und gegangen. Jeder Mensch hat so seine eigene Art, mit Druck umzugehen. Die Art, die Thomas hier an den Tag legt, ist die falsche. Finale beim Camping-Spezial. Bisher führt Anke mit ihrem Südseecamp, dicht gefolgt von Rieke und Schlusslicht Achim. Heute muss Thomas ran. Und jetzt heißt es für Profikoch Mike Süßer erstmal Ahoi, Herr Kapitän. So, ihr Lieben, das große Finale beim Camping-Spezial. Und da geht's hin zum Thomas. Campingplatz Weserterrasse heißt das schöne Ding. Also, großer Unterschied ist, es ist in der Kategorie 3 Sterne. Aber die Lage ist meines Erachtens 5 Sterne. Ne? Das Besondere ist seine Aussage, was das Essen angeht. Und zwar, da unterscheidet er sich hier an der Weser von allen anderen mit irgendeiner Besonderheit. Was es sein wird, habe ich keine Ahnung. Schauen wir uns an. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und genieße die Fahrt einfach mit euch. Thomas ist bereits mitten in den Vorbereitungen für den hohen Besuch. Sein besonderer Joker, die eigene Fischräucherei. Mit unserem Platz können wir auf jeden Fall punkten, dass wir die Pferde direkt vor der Tür haben. Dann haben wir eine wunderschöne Burg, die man besichtigen kann oben. Dann haben wir ein ganz tolles Lokal. Meine Forellen räuchern wir, meine Aale, die räuchern wir. Dann die Lage vom Campingplatz halt mit der Weser direkt vor der Tür. Erholung pur, hier ist Urlaub nach Urlaub. Der Mann ist überzeugt von seinem Platz und seinen Qualitäten. Ob der Profi das auch so sieht, warten wir es ab. Ah, schön ist das. Schöne Aussicht hat Thomas nicht nur aufs Wasser, sondern auch auf seine Gattin. So, da, Thomas. Moin. Hi. Deine Frau, oh, ne? Hallo. Meine Frau. Ja, da sag ich Kitty, zuerst hallo. Hallo, Kitty. Hallo, freut mich. Hi, hi. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Freut mich auch. Angenehme Anreise gehabt? Ja, ich bin ja mit meiner Riesenkiste hier unterwegs, ne? Und ich entpuppe mich langsam zum richtigen Camper-Liebhaber. Herzlich willkommen. Ja, bei uns ist Romantik pur. Ich bin jetzt mit der Fähre rübergekommen, da fängt die Romantik an. Absolut. Ne? Okay. Und jetzt liegt es natürlich an dem Campingplatz. Was der jetzt auch so kann, das interessiert mich. Dann nimm deinen Camper mit rein, ich mach dir die Schranke auf. Okay. Schließ mir die Schranken und zeige ich dir einen schönen Platz. Wir sehen uns ja gleich noch, gell? Gerne. Weil essen tue ich auch noch, gell? Super. Willkommen auf dem Campingplatz Weserterrasse. Hier macht halt der Chef noch die Schranke selber auf, ne? Und einen Platz in der ersten Reihe gibt's obendrauf. Super, stehen bleiben, gut. Gerade stehst du, schläfst gut, alles super. Das ist die Terrasse. Ja. So, erzähl mal, das ist ja mal ein Riesending hier, oder? Ja, ein bisschen. Wie viele Camper gehen darauf? 200, wenn wir das wollen. Oh, okay. Wir wollen aber nicht so eng aneinander stehen, dass Arsch an Arsch steht. Wir haben halt immer so ein bisschen Platz zwischendurch. Okay. Jetzt hast du schon immer irgendwie einen Hang zum Campen gehabt, dass du jetzt selber das betreibst? Und vielleicht, wann machst du das überhaupt? Das mache ich seit letztes Jahr, 1.7. Ach, jetzt erst gerade? Ganz frisch. Und vorher? Ganz was anderes? Ja. Das heißt? Im Bauelement war ich tätig. Ja, kannst du ja hier austoben, ne? Ja, so ungefähr. Machst du damit hier das alles selber oder wie? Damit müssen wir ein bisschen arbeiten ab und zu. Ohne Scheiß? Ja. Ja, klar, ich mache alles selber. Ich habe einen Hausmeister angestellt und den Rest machen wir. Wir machen alles zusammen. Wir zwei machen alles. Okay. Wir mähen Rasen, wir schweißen Geländer, wir machen Strom, wir machen Wasser. Wahnsinn. Wir machen alles. Der ist erst seit einem Jahr im Camping-Business, ne? Hat aber getan, wie als wenn er es mit der Muttermilch aufgesaugt hätte. So, es gibt ja noch so eben das ganz Besondere, was du in der Küche anbietest. Da bin ich jetzt gespannt, oder? Ja. Anders wie alle anderen Campingplätze an der Weser, hast du gesagt. Ich denke, ne? Schon, ja.